Hi Leute, heute würde ich euch gerne eines meiner weiteren Ausrüstungsgegenstände vorstellen, und zwar diesen Rucksack hier. Viele haben ja schon öfter danach gefragt, weil der Rucksack wurde sehr oft in den Abenteuern gesehen, die ich unternommen habe, und hier stelle ich ihn euch jetzt endlich mal vor. Im Grunde genommen ist das ein ziemlich einfacher, ganz simpler Puma-Rucksack, den ich irgendwo in einem kleinen Laden gefunden habe. Ich weiß noch nicht mal, wie viele Liter das Ding hat, vielleicht 15, vielleicht 20, aber es ist eigentlich auch Schnuppe, denn das Ding ist wirklich richtig alltagstauglich. Ich benutze es nicht nur auf meinen Abenteuern, sondern auch so. Zur Universität habe ich es benutzt, jetzt zur Arbeit benutze ich den auch, also quasi ist er nicht nur auf meinen Abenteuern unterwegs, sondern überall, wo ich eigentlich hingehe. Selbst wenn ich kleine Touren hier durch die Landschaft mache, dann ist da immer eine Wasserflasche drin, mein Schlüssel, vielleicht auch mein Handy, wenn ich es nicht unbedingt hier irgendwo in der Hosentasche habe. Also das Ding ist wirklich immer mit dabei. Ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar Features von diesem kleinen netten Rucksack. Eigentlich ist das Teil sehr simpel aufgebaut. Es hat hier eine Haupttasche, die ist ziemlich groß. Ja, das ist die Haupttasche. Da passt eigentlich recht viel rein, auch wenn man das dem ganzen Ding nicht ansieht, aber da kann ich echt sau viel reinstopfen. Und dann habe ich noch so eine kleine Nebentasche, in die ich kleinere Sachen verstauen kann, die ich auch sehr gerne benutze für so Kleinigkeiten, Accessoires und so. In diese Haupttasche passt jetzt natürlich kein Schlafsack oder so, also der Rucksack eignet sich wirklich nur für so eine Eintagestour, maximal Zweitagestour, aber ich schaffe es hier immer, eine Jacke zu verstauen, meine Mütze, Proviant, noch eine Wasserflasche und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Das Schöne an diesem Hauptfach ist, ich habe hier noch so eine kleine Tasche an der Rückenseite. Dort kann ich so Kleinigkeiten verstauen, wie, keine Ahnung, ein Portemonnaie, eine nasse Unterhose oder irgendwelche Taschentücher, irgendwas in der Richtung. Und das Beste an dem Rucksack ist, der ist richtig sport- und wandertauglich, denn wenn man zum Beispiel eine Wasserblase mit dabei hat, dann kann man hier durch diese Öffnung hier oben am Rucksack kann man da den Schlauch durchstecken, den man sich dann hier irgendwo dran klemmt, und dann kann man jederzeit was trinken. Im kleinen zweiten Fach befinden sich nochmal zwei kleine Fächer. Das eine hier ist ein bisschen größer als das andere. In das kleinere hier stecke ich meistens meinen Schlüssel, da ist er mal sicher verwahrt und ich weiß, dass er mit dabei ist. Und hier kann man wieder so Kleinigkeiten wie, keine Ahnung, ein Messer, Taschentücher oder sowas reintun. Ursprünglich anscheinend für Musik gedacht. Keine Ahnung, für iPod oder noch ein bisschen älter für CD-Player, die man hier reingesteckt hat. Ja, ich erinnere mich noch an die Dinosaurierzeiten. Und dann habe ich hier ganz unten am Ende noch so eine Art kleine Lasche, die ich benutzen kann, um den Rucksack irgendwo an einen Baum aufzuhängen, damit er mal trocknen kann oder so, falls ich mal wieder wie gewohnt ins Wasser springe. Und das war's eigentlich auch schon zu meinem legendären Puma-Rucksack, der mich eigentlich bisher bei sehr vielen Abenteuern begleitet hat. Eigentlich sogar mehr als meine anderen Rucksäcke. Ich weiß gar nicht wieso, aber das Ding ist wirklich ziemlich oft mit dabei. Vielleicht, weil ich auch nur so kurze Reisen mache, ich weiß es nicht. Aber ich liebe das Ding, es ist praktisch, es sitzt ziemlich gut, ich kann es mir schnell um die Schultern werfen und dann kann ich weiter zu meinem nächsten Abenteuer gehen. Also, wir sehen uns. Aber zum Abschluss bitte doch noch einen kleinen Rucksack-Porn.